Heute haben wir ein etwas schwieriges, sehr sensibles Thema. Und die liebe Doris hat uns gefragt, wie es zu Kindesmissbrauch kommt. Auch dieser Frage widmen wir uns sehr gerne. Danach schauen wir noch ins Tagesorakel und wir beten noch miteinander und das alles nach dem Intro. Einen wunderschönen guten Morgen heute am Mittwoch, den 6.10.2021. Schön, dass du einschaltest zu diesem sehr sensiblen, sehr schwierigen Thema heute. Natürlich zu unserem Tagesorakel und unserem Morgengebet hier auf Engel TV. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, wir scheuen uns ja nicht, auch schwierige Themen anzusprechen, liebe Doris, aber da hast du uns jetzt gerade echt vor eine Hammer-Herausforderung gestellt. Ich musste, bevor wir mit diesem Video begonnen haben, erstmal tief nochmal durchatmen. Das ist jetzt eine Frage. Also, Doris. Gut, dieses Thema ist uns auch nicht fremd, das begegnet uns auch immer wieder. Mhm. Also von daher kennen wir uns da aus, aber es ist einfach auch schwierig rüberzubringen. Ja, nicht nur das, es ist auch schwierig, es anzusprechen, weil es ein Thema ist, was ich finde, was jeden Menschen, der in der Liebe schwingt, auch sehr belastet, ja. Im Automatismus. Ja. Wir kommen ja nicht umher, wenn man in der Liebe schwingt, dann tut es einem selber weh, ja. Wenn man von solchen Dingen hört, es zerreißt einen doch selbst innerlich. Und ich finde es ganz schlimm, da leidet man mit, das geht auch nicht mit Mitgefühl, da geht man voll ins Mitleid rein, wenn ich solche Dinge oder solche Meldungen von Kindern, mir so etwas passiert ist, fühlt, da kommt meine ganze Wutenergie auf, da kommt ganz viel Traurigkeit auf, da kommt sogar megamäßige Aggressionen teilweise hoch, wenn ich das höre. Und ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, den es nicht so geht, wie es mir damit geht, bin ich der Auffassung. Das war auch schon mal ein guter Hinweis, es gibt kaum einen Menschen, das heißt, es ist nicht menschlich, Kinder zu missbrauchen. Das heißt, kein Mensch, der in der Liebe Lichtschwingung ist oder kein Mensch, der überhaupt Mensch ist, wird das tun. Genau. Weil wir haben eine natürliche Schranke, wir haben auch dieses sogenannte Kindchenschema, sowohl von den Kindern als auch bei den Lebewesen, bei den Tieren haben wir das auch. Das ist einfach eine Schranke, die sagt bis hierher und nicht weiter. Dieses Kindchenschema mit seinen Merkmalen, die Pausbäckchen und dergleichen, das muss geschützt werden. Das ist eine menschliche Reaktion. Was nicht menschlich ist, ist eben dann ein Missbrauch. Und ich spreche jetzt nicht nur vom körperlichen Missbrauch, was sicherlich das Schlimmste ist, was da passieren kann, aber es fängt ja schon bei ganz anderen Stellen an. Missbrauch beginnt ja an ganz, ganz anderen Stellen. Ich fand jetzt zum Beispiel ein Propagandavideo gerade ganz, ganz schlimm, was einige Schauspieler, unter anderem auch Annette Frier und andere Schauspieler gemacht haben, um Kinder zu instrumentalisieren, damit sie ihren Großeltern sagen, welche Partei sie zu wählen haben. Das ging jetzt in Richtung der Grünen Partei. Das können wir auch einfach mal so ansprechen, weil es ist das dürfen wir, glaube ich, auch hier noch sagen, weil das ist nicht verboten. Auch da fängt Kindesmissbrauch schon an. Ne? Da werden Kinder quasi missbraucht, zu sagen, hey, ihr Kinder habt bitte ganz viel Angst. Kinder werden in eine Angstenergie versetzt. Und ihr habt Ahnung, schreibt euren Großeltern einen Brief zu, bitte gefälligst das wählen, dass ihr die Grünen wählen soll, damit das Klima gerettet wird, damit die Welt gerettet wird und dergleichen. Also Missbrauch, wollte ich damit sagen, fängt nicht erst bei der körperlichen Ebene an. All das wird von dunklen Mächten gesteuert. Und nein, Doris, das hat nichts mit Karma zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, dass das Kind sich das irgendwie anzieht oder also einen Schwachsinn. Und auch deswegen ist bei Frauen genau das Gleiche. Also der Frau die Schuld dafür zu geben, dass sie vergewaltigt wurde, finde ich persönlich etwas ganz Grausames. Man bringt die Frau noch in Schuldgefühle. Geht gar nicht. Geht also in keiner Situation so etwas. Und es gibt ja die Pseudospirituellen, die genau so etwas machen. Nein, wenn dir so etwas passiert, wenn deinem Kind so etwas passiert, bist weder du noch dein Kind dafür verantwortlich, was da geschehen ist. Das muss ich mal an der Stelle ganz, ganz krass und ganz klar so sagen. Sondern es sind dunkle Mächte, es sind die sogenannten Anunnaki, die Overlords, die Warlords, es sind sehr dunkle Energien, es sind Dämonen, die sich dann des menschlichen Körpers bemächtigen und Menschen dazu bringen, so zu handeln. Ein Mensch, der wirklich mit seinem Menschsein, mit seiner Seele in Verbindung ist, das hat Nadja gerade schon gesagt, kann das nicht
tun. Es fängt schon an anderer Stelle an. Ein Mensch, der einen anderen Menschen schlagen soll, Gewalt einem anderen Menschen gegenüber anbringen soll und in seinem Menschsein komplett menschlich ist, wird eine Barriere haben. Zur Selbstverteidigung, ja, okay, wenn es zur Selbstverteidigung ist, dann passiert es, dann ist es was anderes. Das ist eine andere Energie. Aber du würdest niemals einem anderen Menschen bewusst Schaden zufügen. Natürlich hat jeder von uns schon mal dem einen oder anderen bewusst oder unbewusst vielleicht ein bisschen wehgetan, auch mal einen Schaden zugefügt, ja, aus einer Angst heraus, aber da waren wir alle auch mal ein bisschen von der dunklen Seite gesteuert, das muss man einfach an der Stelle sagen. Das ist auch nicht so schlimm, wenn wir das dann überwinden und gehen dann einen anderen Weg, dann schaffen wir auch wieder zurück zu unserem Menschsein zu kommen. Aber ich bin der Auffassung, ein Mensch, der diese Hürde überwunden hat, der so tief mit der dunklen Seite in Verbindung gekommen ist, dass er einem Kind so etwas antut, der kann nicht mehr gerettet werden. Nicht mehr in diesem Leben, der kann überhaupt nicht mehr gerettet werden, der gehört weggesperrt, der gehört ausgesondert, der muss für gesorgt werden, dass dieser Mensch ist, egal wie man das macht, ich sage da wirklich, ich nenne da gar nicht, wie wir das machen sollen, sondern da muss für gesorgt werden, dass dieser Mensch das nie wieder tun kann. Genau, das auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch schwierig, auch diesen Kindern zu helfen, vor allem, weil sie natürlich auch ihre Seelenanteile abspalten, damit sie aus ihrem Körper teilweise auch im Wachbewusstsein heraustreten, damit sie das nicht alles mitbekommen können. Und da muss noch ganz viel mit Energiearbeit unterstützt werden, nicht nur mit klassischen Therapien, damit diese Kinderseelen die Chance haben, auch wieder ganz zu werden und auch wieder Vertrauen zu fassen, sich selber zu lieben, ihren Körper zu lieben. Und die Engel sagen mir auch gerade, nicht umsonst ist die Selbsttötungsrate unter solchen Kindern sehr, sehr hoch. Genau, es ist sehr hoch, weil sie es nicht mehr schaffen, weil sie diesen Weg zurück in die Liebe-Energie zu finden, wieder ins Vertrauen zu finden, oftmals gar nicht mehr schaffen. Und es ist wahnsinnig schwer. Ja. Das geht grundsätzlich ja mit ganz, ganz viel Geduld, ganz, ganz viel Liebe. Aber und wenn es nicht gelingt und die Kinder wirklich sagen, ich trete aus diesem Leben aus, und wenn sie es als Erwachsene dann auch manchmal erst tun, weil sie merken, ich komme mit diesem Trauma, egal wann, nicht aus, dann sollten wir auch das nicht bewerten oder verurteilen, dann ist das in Ordnung, dann hat der Mensch es nicht geschafft, mit diesem Trauma umzugehen. Das muss man einfach sagen. Aber wichtig ist uns einfach, ganz klar hier dieser Prozess, nochmal zurück, ist uns wirklich wichtig. Hier bitte keine Dinge wie Karma oder solche Dinge verwenden. Auch niemals sagen, der Mensch hat sich das nach dem Gesetz der Resonanz angezogen. Also das ist der größte Schwachsinn, der irgendwie... Nicht nur Schwachsinn, das ist hochdunkel. Also es gibt Eso-Schwachsinn, völliger Eso-Schwachsinn. Es ist Eso-New-Age-Schwachsinn, aber ich kenne auch mindestens zwei Religionen, die diese Karma-Geschichte da leben, die also diese Karma-Geschichte. Buddhismus und Hinduismus. Genau, klar propagieren, die dann sagen würden, der Mensch war so schlecht, dass er sich in dieser Gegenwart das angezogen hat oder das erleben will. Nein, das ist mir kein Umständen so. Aber im Christentum würde man sagen, Gott hat dich bestraft. Also es wäre wahrscheinlich ein ähnliches Prinzip. Ne? Du hast was Böses getan und wurdest hier bestraft. Also die Religionen werden es wahrscheinlich, egal welche, unter diesem Deckmantel irgendwann dann auch noch belegen wollen. Also und nein, das ist alles ein furchtbarer Schwachsinn. Das ist hochsatanistisch, das ist hochteuflisch, wenn man solche Ideen verfolgt. Das muss man einfach sagen. Das ist tiefste Dunkelheit. Das ist natürlich auch die Idee der Dämonen. Das ist ja auch klar. Sie versuchen diese Idee natürlich in die Köpfe der Menschen zu setzen, damit sie ihre dunklen Machenschaften weiter vertreiben. Denn wenn sie dir die Idee geben, dein Kind ist doch selbst schuld oder du bist vielleicht sogar schuld, weil du das ja für dein Kind vielleicht nach dem Gesetz der Resonanz geschaffen hast. Du als Mutter, als Vater bist vielleicht sogar schuld daran. Dann gehst du auch in die riesen Schuldgefühle hinein, nimmst dir vielleicht auch noch das Leben, gehst vielleicht auch noch raus aus dem Leben. Anstatt mit Liebe zu versuchen, Heilung zu geben, gehst du noch in Schuldgefühle hinein. Wieso habe ich nicht besser aufgepasst und dergleichen. Nein, du bist nicht schuld. Niemand ist daran schuld, außer der Täter, der es getan hat in Verbindung mit den Dämonen. Niemand außer der Täter selbst ist schuld daran. Ja, und wir sehen jetzt auch im Außen, dass solche Skandale und solche Machenschaften jetzt auch vermehrt hochkommen. Das ist einerseits auch ein gutes Zeichen, weil die Energie sich aus dieser Erde verabschieden muss und sie muss erst hochkommen. Sie darf nicht mehr unter dem Deckel gehalten werden, damit sie dann endgültig gehen kann. Genau. Ist ein schwieriges Thema, wir wissen es. Ich hoffe, wir haben es, soweit es uns möglich ist, an dieser Stelle beantworten können.
Wir können natürlich das Thema nicht für euch lösen. Es wird uns immer mit Entsetzen erfüllen. Es wird mich auch immer mit Entsetzen erfüllen, wenn ich von solchen Dingen höre. Und euch auch. Ich denke auch nicht, dass es ein Thema ist, was wir aus spiritueller Sicht zur Zufriedenheit aller beantworten können. Wir haben uns hier größte Mühe gegeben, um euch klarzumachen, woher kommen solche Dinge. Es kommt aus der tiefsten Dunkelheit. Und ich kann Kastrationsgelüste verstehen, die dabei aufkommen bei manchen Menschen, wenn das so passiert. Ich kann auch tatsächlich Mordgelüste verstehen und nachvollziehen, die dann aufkommen, die sich dann auf den Täter widerspiegeln. Und diese Gelüste sind bestimmt nicht dunkel, sondern das sind die natürlichen Gelüste, die kommen, wenn man sein Kind verteidigen möchte, wenn man sein Kind beschützen möchte. Ja. Und dann kommen auch Rachegedanken und Rachegelüste auf. Und das ist natürlich, das ist menschlich. Und wenn jemand das erlebt und diese Gelüste und diese Ideen hat, dann sollte man auf gar keinen Fall auch hier diesen Menschen verurteilen oder gar sich selbst verurteilen dafür, dass man solche Racheideen und Fantasien dann hat. Ich glaube, das ist sogar im Göttlichen sehr, sehr nah, dass man dann diese Gelüste tatsächlich bekommt. In der Regel setzt man sie eh am Ende nicht um, aber diese Wut, das muss auch raus, das darf auch raus, das braucht ein Ventil, das ist wichtig. Das wäre auch ein gesundes Ventil. Es wäre eher schlimm, wenn die Person diese Wut nicht hätte. Es wäre eher schlimm, wenn diese Hass- und Grollgedanken nicht aufkämen in diesem Moment. Natürlich ist es so aus spiritueller Sicht mit Hass, Wut und Zorn, wenn du das in dir hältst, dann schadest du dir wieder selber. Das stimmt schon, weil das natürlich auch krank machen kann, wenn du diese Gefühle festhältst. Und deswegen ist es natürlich wichtig, diese Gefühle zu haben, aber eben dann auch zu gucken, wie kann ich mit den Gefühlen umgehen, wo finde ich ein Ventil dafür, was kann ich tun, um diese Gefühle in mir zu heilen. Und das sind Prozesse, das ist undenkbar. Manche schaffen das niemals und das ist auch in Ordnung, wenn sie es niemals schaffen, absolut zu verstehen. Manche brauchen es ein paar Jahre, aber ich glaube nicht, dass es auch nur einen Menschen gibt, der das in kurzer Zeit schaffen kann. Das glaube ich nicht. Nee, auf keinen Fall. Also wir hoffen, dass wir jetzt euch dieses Thema einigermaßen umfassend behandelt haben und dann schauen wir nach dem Tagesorakel. Und ich mische mir noch Mokarten der goldenen Zeit, um nachzuschauen, was die urliebe Lichtquelle und die Engel uns für den heutigen Tag mit auf den Weg geben können. Das Orakel ist, glaube ich, ist eine schöne Entspannung nach diesem schwierigen Thema. Wir haben die Routen, ob das denn so entspannt wird, ist die andere Frage. Wir haben das Haus. Und wir haben die Vögel. Wird doch nicht so entspannt. Also heute ist ein Tag, wo wir prädestiniert ist für Nachbarschaftsstreitigkeiten, für Ärgernisse mit Nachbarn um den häuslichen Bereich herum. Also dementsprechend, wenn Nachbarn irgendeinen Mist bauen, irgendwas heute tun oder du hörst Gerede, halte dich am besten raus, klinke dich aus, sonst gerät man echt in Streitigkeiten, die sich übel im Kreise drehen können, wo man aber zu keinem Ergebnis kommt. Es wird dann viel geredet, viel gestritten, vielleicht sagt man dann auch das ein oder andere, was einem hinterher leid tut, aber was man nicht mehr zurücknehmen kann. Das kann also heute unter Umständen einfach schwierig werden. Wir haben eine Streitenergie heute in der Luft. Das ist einfach da vorhanden. Also dementsprechend am besten den Nachbarn heute aus dem Weg gehen. Genau, geht einfach auch dieser ganzen Streitenergie zurück, indem ihr euch zurückzieht, indem ihr in die Natur geht, indem ihr eine schöne Meditation macht, ein spirituelles Buch liest und tankt eure Batterien wieder auf und lasst die Energien draußen Energien sein. Genau, obwohl in der Natur wieder gucken, dass ihr besser keinen Nachbarn begegnet. Das aber das kann man nicht reden. Also den Nachbarn besser aus dem Weg. Genau. So, wir gucken ins Kraft der Engel-Orakel. Die Engel der Liebe sind an unserer Seite, unterstützen uns genau das Haustier, wenn du keins hast, heute als anschaffen, Nadja. Das reicht doch. Ja, das sind doch meine. Ja, trotzdem. Du bringst alles durcheinander, also heute als anschaffen. Und die Kommunikation. So, der wir ja heute ein bisschen aus dem Weg gehen sollten insgesamt, also Kommunikation eher nicht. Das passt hier auch in der Verbindung, ne? Wir haben hier mit die Kommunikation in Verbindung verstärkt mit den Vögeln. Das ist einfach mal verstärker zu dieser Karte, zu diesem Gerede. Das Haustier zeigt dir wirklich in die Leichtigkeit gehen mit den Engeln der Liebe sowieso. Die Engel der Liebe sehen ja aus, wenn man sie hellsichtig wahrnimmt, wie kleine, so cherubisch wirkende Engel, die alle von einer rosafarbenen Aura umgeben sind, so darfst du dir die Engel der Liebe vorstellen. Und die sind alle sehr spielerisch veranlagt. Die bringen dir das spielerische Potenzial mit. Und wenn du diese Streitenergie spürst und einfach, wenn du hoffentlich ein Haustier hast, hoffentlich, dann solltest du heute mit deinem Tier sehr viel spielen, sehr viel Spaß haben, denn das hilft dir einfach aus dieser Energie rauszugehen. Und das gelingt halt immer nur denjenigen, die ein Tier haben. Und am besten sollte ich wahrscheinlich mit Udo heute nicht Mensch ärgere dich nicht spielen, fällt mir gerade so auf. Auch noch? Nee. Ich meine, sonst ärgerst du dich wieder. Ja, das kann sein. Ja, ja. Genau. Ja, dann verliert sie wieder nur wie immer. Wer es nicht kann, kann es nicht. Ne? Also es bleibt unter uns. Aber wer es glaubt, der zählt. Ne, wer ist doch so. Dann genau, dementsprechend. Sonst wird es schwierig für dich. So.
Und jetzt gucken wir jetzt Edelstein, Orakel. Der Rauchschwarz, ja, das passt auch sehr gut zur heutigen Energie. Der Rauchschwarz kann sehr gut negative Energien bereinigen. Ist ein ganz starker Reiniger, der Reiniger schlechthin quasi unter den Edelsteinen. Lass negative in deinem Inneren und auch im Äußeren heute einfach los. Lasse sie bereinigen, lasse sie rausgehen durch den Rauchschwarz. Und ich werde dir unten auf jeden Fall Rauchschwarz verlinken. Das Tolle ist, wenn du ihn trägst und negative Energien an dich rankommen wollen, dann werden die sofort aufgelöst. Die lösen sich sofort im Gefallen auf. Das ist gigantisch, das heißt, du musst nicht mal in die Angelegenheit rein, du musst nicht in die Sache rein, du brauchst auch nicht dir Gedanken machen, überlegen, werten oder dich mit irgendwas zu identifizieren, sondern du kannst sie einfach sein lassen wie Rauch oder Wolken, die vorüberziehen. Genau, und jetzt wollen wir noch miteinander beten. Ich rufe die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome, die Wichtel und alle Wesen von Liebe und Licht an unsere Seite und lade sie von Herzen ein, mit uns gemeinsam zu beten. In Liebe verbinde ich nun mein Herz mit dir und bitte dich, dein Herz mit meinem zu verbinden, denn wir sind alle eins jetzt im Gebet. Geliebte urliebe Lichtquelle, ich danke dir, dass du uns die Kraft und den Mut gibst, auch schwierige Themen im Tagesthema hier auf Engel TV ansprechen zu dürfen. Danke, dass du die Menschen auch mit solchen Fragen zu uns schickst, die wir versuchen mit deiner Liebe zu beantworten. Danke, dass du mit deiner Liebe um uns herum bist. Wir bitten dich von ganzem Herzen, beschütze die Kinder dieser Welt vor psychischen, emotionalen und auch körperlichen Missbrauch, vor Schlägen, vor Gewalt, vor jeder Form, die ihre Seele traumatisieren könnte, ihnen schaden könnte, ihnen Schmerzen bereitet. Wir bitten dich von ganzem Herzen, hülle sie ein in deine schützende, umhüllende, liebende Energie, sodass nichts Dunkles an sie heran kann, sodass sie durch dich und durch deine Hand wohlbehütet und beschützt sind vor aller Dunkelheit. Bitte sorge dafür, dass diese Dunkelheit, diese dunkle Energie, die Kindern Gewalt oder Böses antut, aus dieser Welt ganz und gar verschwindet, löse sie ganz und gar auf, sodass wir uns alle in Frieden mit uns und mit der ganzen Welt fühlen können, sodass wir wissen, in Leichtigkeit, die Kinder sind beschützt, den Kindern geht es gut, den Kindern kann nichts widerfahren. Gib uns diesen Mut und gib uns diese Kraft, unsere Kinder vor allem und jedem zu beschützen und zeige uns die Wege, wie wir es tun können. Geliebte urliebe Lichtquelle, wir bitten dich auch für die Kinder, die bereits unter einem Missbrauch leiden, egal ob bewusst oder unbewusst. Wir bitten ihnen, deine Energie und deine Engel zur Verfügung zu stellen, sie zu heilen, sie zu schützen, sie zu trösten. Lass Wunder deiner Liebe geschehen und hilf uns allen mit unserer Liebe, dass ganz viel Heilung auf diese Erde kommt. Hilf uns auch, uns selbst zu heilen, zu unserer Selbstliebe zu kommen, uns zurückzuziehen und behutsam auch mit uns umzugehen und Energien, die im Außen sich auftürmen, einfach gehen zu lassen. So, so ist es. Erzengel Michael schickt uns die Karte Selbstachtung. Darum geht es. Achte dich selbst. Achte auch auf deine Gefühle, auf deine Emotionen, auf alles, was in dir so vorgeht am heutigen Tag. Achte deine Gefühle, achte deine Emotionen und pass gut auf dich und deine Gefühle und deine Seele auf. Lass uns dafür bitten. Geliebte urliebe Lichtquelle und Engel, danke, dass ihr mir helft, mich so zu sehen, wie ihr mich seht, mit den Augen der Liebe. Danke, dass ihr mich ehrt und achtet. Bitte leitet mich an, mich selbst genauso zu achten und verleiht mir den Mut, meiner Wahrheit Ausdruck zu geben und für mich selbst einzustehen. Ich bitte um euren Schutz in all meinen Beziehungen, damit ich stets von liebevollen und freundlichen Menschen umgeben bin. So ist es. Erzengel Raphael erinnert uns an die bedingungslose Freude. Es ist unser Geburtsrecht, glücklich zu sein, und es ist auch unser Geburtsrecht, im Endeffekt, egal was draußen für ein Sturm tobt oder was für Gerede oder Geschnatter ist, einfach in diese bedingungslose Freude zu kommen und sich von dem Außen so tangieren zu lassen. Und dafür wollen wir auch um Unterstützung beten. Geliebte urliebe Lichtquelle, lieber Erzengel Raphael, danke, dass ihr mir hilft, für alles dankbar zu sein, das mich jetzt glücklich macht. So ist es. Und
jetzt wünschen wir dir einen nach diesem schweren, einen wunderschönen, entspannten und stressfreien Tag. Die urliebe Lichtquelle segne und beschütze dich. Sie lasse ihre liebe Lichtenergie in dein Körper, Geist, Seele, System hineinfließen, berühre jede Zelle deines Körpers, dich tief in deiner Seele und führe und begleite und beschütze dich auf deinem Weg zur Erleuchtung. Liebe und Licht. Bis morgen. Udo Golfmann und Nadja Hoffendörfer. Tschüss.